Hi und herzlich willkommen bei StayGeeky. Ich bin Dennis Matthias und heute möchte ich mir gerne mit dir gemeinsam Dungeon Alliance anschauen. Das ist ein Spiel von Chaotic Games für 1 bis 4 Spieler in der Spieldauer von 1 bis 3 Stunden im Alter von 12 Jahren oder darüber. Die Spieldauer ist halt extrem abhängig davon, für welchen Spielmodus man sich entscheidet, denn Dungeon Alliance ist spielbar kompetitiv mit PvP-Modus, also Spieler gegen Spieler. Es ist solo spielbar, es ist kooperativ spielbar und es ist auch als Kampagne kooperativ spielbar. Wie man das Ganze spielt, das zeige ich dir jetzt. Ich habe jetzt hier ein Zweispielerspiel von Dungeon Alliance aufgebaut. Abhängig von der Spielerzahl legt man hier die Größe des Dungeons fest. Das ist übrigens auch das Einzige, was ich von der Produktionsqualität wirklich zu bemängeln habe bei Dungeon Alliance. Das ist hier dieser Rahmen, mit dem man im Prinzip die Größe des Dungeons festlegt. Der wird nämlich nicht irgendwie hier fixiert. Der verrutscht andauernd und das ist wirklich nervig. Das gibt im Prinzip vor, wie groß das Grid an Dungeon-Tiles werden kann, was wir dann jetzt hier auslegen. Jeder Spieler hat hier ein Startfeld. Ich gehe mal nach oben. Dort oben ist dann jetzt unser Gegenspieler. Und wir draften dann im Laufe des Spiels hier diese Dungeon-Tiles, legen die aus. Und das Spiel endet entweder, wenn der komplette Dungeon mit Tiles gefüllt ist und alle Monster besiegt sind, oder aber am Ende der 4. Runde. Eine Runde besteht immer aus 4 Circles. Das ist die Aktivierung der einzelnen Helden. Das heißt, wenn jeder Spieler alle seine Helden in einer Runde aktiviert hat, endet diese Runde. Am Ende des Spiels gewinnt dann der Spieler mit den meisten Erfahrungspunkten. Erfahrungspunkte bekommt man durch das Verwunden gegnerischer Helden, durch das Besiegen von Monstern und auch stellenweise durch Karteneffekte. Am Anfang des Spiels draften wir uns normalerweise unsere Heldentruppe zusammen. Es werden dann immer Helden in Höhe der Spieleanzahl mal 4 plus 1 ausgelegt. In einem Zweispielerspiel liegen also 9 Helden aus. Wir draften uns die abwechselnd und ein Charakter bleibt halt übrig, der wird nicht gespielt. Und so bekommen wir dann eben halt unsere Heldentruppe von 4 Helden. Schauen wir uns jetzt solche Heldenkarten einmal an, damit ich dir das erklären kann, worauf man beim Drafting auch achten sollte. Ich habe jetzt hier einfach mal 2 Helden genommen, um dir die vergleichsweise zu zeigen. Wir haben einmal Bull und wir haben Sonja. Bull ist eine Kriegerin. Man sieht hier oben das Rassensymbol. Bull ist ein Mensch und hat 2 Klassensymbole und ist hier komplett fokussiert auf Kampf als Kriegerin. Sonja hingegen ist eine Waldläuferin, ist eine Elfe und hat Kampf und Natur als Fähigkeiten. Bull ist auf Nahkampf spezialisiert, hat eine Verteidigung als Rüstung. Das hier ist die Geschwindigkeit, das sind die Lebenspunkte. Sonja hat Fernkampf, hat als Verteidigung Ausweichen und hier ebenfalls Geschwindigkeit und Lebenspunkte. Die Verteidigung ist erst einmal egal, ob es sich um Rüstung oder Ausweichen handelt. Manche Fähigkeiten triggern aber eben speziell Rüstung oder Ausweichen als Verteidigung. Beispielsweise kann es sein, dass eine Karte die Rüstung Verteidigung halbiert. Davon wäre dann eben halt das Ausweichen nicht betroffen. Das hier unten, das ist einfach nur der Flavortext. Und das hier gibt einfach die Nummer, die Identitätsnummer praktisch des Helden an. Und für jeden Helden bekommen wir nämlich dessen Heldenkarten ins Deck. Jeder Held hat 3 individuelle Karten und wir haben dann somit ein Startdeck von 12 Karten, die sich zusammensetzen aus unseren Charakteren. Wir werden im Laufe des Spiels noch weitere Karten hinzuerwerben. Das ist also dann ein Deckbuilding-Aspekt. Und die Karten sind dann immer spielbar von den Charakteren, die dann auch die Voraussetzungen erfüllen. Schauen wir uns solche Karten hier einmal an. So haben wir jetzt zum Beispiel hier den Shield Block. Der Shield Block darf gespielt werden von Charakteren, die entweder, deswegen gibt es diesen Divider-Strich, Kampffähigkeit oder die Klerikale, die heilige Fähigkeit besitzen. Wir hätten Krieger, also hier 3 unserer Charaktere haben das Kriegersymbol. Diese 3 dürften den Schild spielen. Zeld als Schurke dürfte diese Karte nicht verwenden. Wenn wir uns dann zum Beispiel auch nochmal hier diese Beastial Form anschauen, die erfordert 2 Natursymbole. Diese Karte dürfen wir gar nicht erst erwerben, weil wir eben halt keinen Druiden haben. Sonja hat bei uns zwar
ein Natursymbol, aber eben halt nur eins, würde die Voraussetzung für die beastische Form nicht erfüllen. Das könnte nur der gegnerische Trupp. Es gibt auch noch Karten, die ein Rassensymbol als Voraussetzung haben. Diese Karte dürfte beispielsweise nur von einem Ork gespielt werden. Gehen wir davon aus, wir sind der Startspieler. Wir dürfen jetzt unseren ersten Helden aktivieren. Gehen wir mal davon aus, wir möchten Zeld aktivieren, weil dieser recht schnell ist und wir jetzt auch drei Karten von ihm auf der Hand haben. Wir ziehen immer Karten bis zu unserem Handkartenlimit. Das ist abhängig davon, wie viele Karten wir bereits gedraftet haben. Am Anfang des Spiels hat man ein Handkartenlimit von 6 und darf am Ende der Runde eine Karte abwerfen. Zeld hat eine Bewegung von 6 Feldern. Wir haben jetzt die Option, uns zu bewegen und dann anzugreifen. Alternativ, wenn wir auf unseren Angriff verzichten, dürfen wir uns auch zweimal bewegen, also zweimal unsere Movement Points verwenden. Wenn wir uns gar nicht bewegen in dieser Runde, das heißt überhaupt gar keinen Movement Point ausgeben, dürfen wir auch zweimal attackieren. Es müssen allerdings zwei unterschiedliche Ziele sein. So, wir bewegen uns jetzt mit Zeld 1, 2 Bewegungspunkte, haben also noch 4 Bewegungen übrig und dürften jetzt für einen weiteren Bewegungspunkt hier ein Geländestück hinlegen, indem wir diese Tür öffnen. Wir haben diese zwei Geländestücke jetzt zur Auswahl, dürfen uns also selbst aussuchen, was wir dem jetzt begegnen wollen. Da dieser Troll hier ziemlich fies ist, entscheiden wir uns einmal für die Zombie-Horde. Wir dürfen uns jetzt auch aussuchen, wie wir diesen Raum platzieren möchten. Wir haben jetzt hier eine Tür abgebildet. Legen wir Tür an Tür, so ist das einfach eine verschlossene Tür, die wir ganz normal öffnen können. Würden wir jetzt das so hinlegen, dass wir eine Tür und eine Wand haben, ist das eine abgeschlossene Tür. Die müssen wir versuchen zu öffnen und wir dürfen sogar auch Räume öffnen, die Fels an Fels sind, dann ist das ein Geheimgang. Auch dafür müssten wir einen Öffnungsversuch machen. Wie das funktioniert, zeige ich dir jetzt gleich. Wir legen das jetzt einmal so hin, dann werden die Monster hier platziert. So. Und dann geht unsere Aktivierung erst einmal weiter. Wir haben jetzt noch 4 Bewegungspunkte. Wir befinden uns jetzt hier angrenzend zu einem Gegner. Würden wir uns jetzt wegbewegen, kostet uns das einen zusätzlichen Bewegungspunkt, weil wir eben gebunden sind. Zeld ist ein Fernkämpfer. Wir haben damit eine Reichweite von 2 bis 3 Feldern. Das heißt, es bringt uns erstmal hier gar nichts, wenn wir hier im Nahkampf bleiben. Wir bewegen uns also zurück, müssen dafür 2 Bewegungspunkte ausgeben, hätten jetzt noch 2 Bewegungspunkte übrig. Die lassen wir aber verfallen, um diesen Zombie hier zu attackieren. Wir haben einen Angriffswert von 2 und der Zombie hat eine Verteidigung von 1. Wenn wir jetzt ganz normal mit unserem Bogen angreifen, wird also ein Schaden durchgehen. Der Zombie hat 3 Lebenspunkte. Wir spielen jetzt eine Karte, die gibt uns +1 Fernkampf. Wir müssen noch eine zusätzliche Karte aus unserer Hand abwerfen. Das machen wir. Wir werfen diese jetzt hier ab. Alle Karten, die wir spielen, kommen in eine Zeile unter unsere Heldenkarte. Warum ist das wichtig? Wir haben hier Keywords bei unseren Karten. Das ist jetzt eine Battle-Taktik. Wir dürfen nur eine Karte pro Typ in einer Runde spielen. Das heißt, Zeld hatte jetzt bereits eine Battle-Taktik, könnte regulär erstmal keine weitere Battle-Taktik mehr spielen. So, wir haben jetzt einen Angriffswert von 3 und der Zombie hat, wie gesagt, eine Verteidigung von 1. Es kommen also 2 Schadenspunkte durch. Hier diese Marker, das sind Schadensmarker, die legen wir jetzt unter das Monster. Jeder Spieler hat Schadensmarker in seiner Farbe. Warum das wichtig ist, zeige ich dir jetzt. Gehen wir davon aus, wir würden jetzt nicht die Zombies bekämpfen, sondern den Oger. So haben wir unten Werte für die Erfahrungspunkte, die wir bekommen, wenn wir dieses Monster besiegen. Bekämpfen wir das Monster alleine und haben sämtlichen Schaden verursacht, bekommen wir beide Erfahrungspunktewerte. Wir würden also 3 Erfahrungspunkte bekommen, wenn wir diesen Oger töten. Hat allerdings noch ein anderer Spieler ebenfalls Schaden verursacht, so bekommt der Spieler, der den meisten Schaden verursacht hat, die 2 Punkte und derjenige, der weniger Schaden verursacht hat, einen Punkt. Gibt es einen Gleichstand, so ist eben die Reihenfolge der Schadensmarker relevant, die wir jetzt hier bei dem Monster abgelegt haben. Neuer Schaden wird immer nach unten gelegt. Das heißt, würden wir jetzt noch einmal Schaden verursachen,
kommt dieser Chip hier drunter. Bei einem Gleichstand gewinnt derjenige, der den ersten Chip gelegt hat, dessen Chip also am weitesten oben ist. Nachdem unsere Heldenaktivierung beendet wäre, wäre jetzt die gegnerische Mannschaft dran, einen Helden zu aktivieren. Ist das geschehen, so beginnt der Spieler, der als letztes an der Reihe war, also unser Gegenspieler, und dürfte jetzt ein Monster im Dungeon aktivieren. Er dürfte sich jetzt beispielsweise diesen Zombie hier aussuchen, was die Fähigkeit des Zombies triggern würde, nämlich, dass immer wenn er aktiviert wird, wird die unterste Wunde des Zombies entfernt. Er heilt sich also. Dann hat der Zombie eine Bewegung von zwei Feldern. 1, 2. Und er dürfte sich jetzt entscheiden, einen unserer Helden anzugreifen. Nachdem das passiert ist, würde der Zombie auf die bereits aktivierte Seite gedreht werden und dürfte dann für den Rest der Runde nicht mehr aktiviert werden. Am Ende jedes Circles, also immer wenn beide Spieler einen Helden aktiviert haben, kommt es eben zur Monsteraktivierung. Es dürfen dann Monster aktiviert werden, die eben noch aktiv sind in dieser Runde. Besiegen wir diese Monster, bekommen wir wie gesagt XP. Wir haben jetzt hier zwei Pools an Erfahrungspunkten. Im Zweispielerspiel befinden sich hier in Level 1 12 Erfahrungspunkte, in Level 2 16 Erfahrungspunkte. Sind die Erfahrungspunkte aus Pool 1 aufgebraucht, bedienen wir uns weiter an Pool 2. Am Ende der Runde wird dann aber auch das Deck der Karten, die wir jetzt hier erwerben, das wird abgelegt. Die noch ausliegenden Level 1 Karten bleiben liegen, aber der Nachziehstapel wird ausgetauscht mit dem Level 2 Deck. Dann bekommen wir also mächtigere Karten. Ist der zweite Pool an Erfahrungspunkten aufgebraucht, gibt es dann das dritte Deck und da gibt es dann Artefakte zu kaufen. Die haben nochmal eine Spezialregel. Das sind im Prinzip Karten, die dauerhaft liegen bleiben und mir einen dauerhaften Effekt geben. Ähnlich verhält es sich hier mit den Dungeon Tiles. Wenn ein Dungeon Tile gezogen wird, wird hier ein neues Teil vom Stapel aufgedeckt. Ist dieser Stapel aufgebraucht, kommen eben halt die Level 2 Dungeon Tiles dazu und danach die Level 3 Dungeon Tiles. Also auch die Monster werden schwieriger. Der konfrontative Modus lässt sich in zwei Varianten spielen. Einmal, dass wir nur Monster bekämpfen dürfen. Das heißt, die Heldentruppen können sich nicht gegenseitig bekämpfen. Wir bekommen also nur unsere Erfahrungspunkte durch das Besiegen von Monstern. Da das aber relativ langweilig ist, zeige ich dir jetzt den PvP-Modus. Man kann dann eben halt auch die gegnerischen Einheiten oder Charaktere bekämpfen. Und man bekommt einen Erfahrungspunkt für alle zwei Schaden, die man einem gegnerischen Charakter zugefügt hat. Und wird ein gegnerischer Charakter ausgeschaltet, bekommt der Spieler diese minus 1 Marker für die Erfahrungspunkte, verliert also einen Siegpunkt am Ende des Spiels. Was passiert generell, wenn ein Charakter ausgeschaltet wird? Werden die maximalen Lebenspunkte runtergekloppt von einem Helden, ist dieser erst einmal K.O., seine Figur wird hingelegt. Und wir haben dann drei Möglichkeiten, wieder aufzustehen. Das erste ist eine normale Rast. Man bekommt drei Lebenspunkte wieder. Der Held steht auf und man darf in dieser Runde nur seine Bewegungen ausführen, darf also keinen Angriff ausführen. Die zweite Option ist, wir kehren zurück in die Taverne. Das heißt, egal wo wir uns dann im Dungeon befinden, gehen wir mal davon aus, wir werden hier niedergeschlagen worden, kommen wir wieder zurück zum Startteil, verlieren diese komplette Aktivierung, bekommen aber auch unser komplettes Leben wieder. Das Startteil ist übrigens eine neutrale Zone. Hier dürfen dann auch die Helden nicht vom gegnerischen Spieler angegriffen werden. Die dritte Option ist ein Burst of Strength. Das ist eine Option, die wir generell noch haben im Spiel. Und zwar dürfen wir zwei beliebige Karten verdeckt zu einem Helden spielen. Das darf auch nur einmal pro Runde gemacht werden, deswegen dienen diese beiden abgelegten Karten dann hier als Reminder. So dürfen wir entweder eine Wunde von einem Helden entfernen, wir bekommen plus 1 Nahkampf oder Fernkampf, wir bekommen plus 1 Bewegung, oder aber wir dürfen eine Karte eines Typs spielen, die wir in dieser Runde bereits gespielt haben. Schauen wir uns denn jetzt hier nochmal den Zeld an. So haben wir eben ja eine Battle-Tactic gespielt. Würden wir also eine zweite Battle-Tactic spielen wollen, können wir das mit einem Burst of Strength. Wir dürften Burst of Strength auch spielen, um wie gesagt eine Wunde zu heilen. Dadurch würde der Held ebenfalls wieder aufstehen.
Wie gesagt, jedes Mal, wenn wir eine Karte draften, steigt hier unser Marker. Und das gibt uns dann auch vor, wie groß unser Handkartenlimit ist und wie viele Karten wir am Ende einer Runde abwerfen dürfen, bevor wir wieder auf unser Handkartenlimit nachziehen. Das ist es ganz grob. Wie gesagt, ich gehe jetzt hier auch nicht auf den Kooperativmodus und den Solo-Modus ein. Was vielleicht noch erwähnenswert ist, sehr interessant ist natürlich auch bei der Teamzusammenstellung darauf zu achten, welche Symbole man wählt. Denn habe ich Symbole von gleichem Typ? Also jetzt bei unserem Beispiel haben wir drei Charaktere, die Kämpferkarten verwenden dürfen. So haben wir natürlich, wenn wir Kampfkarten ziehen, eine hohe Flexibilität, welcher Charakter das einsetzen kann. Wir haben aber nicht so eine hohe Reichweite, dass wir dann eben halt auch möglichst viele verschiedene Karten erwerben können. Beispielsweise haben wir jetzt gar kein Magiesymbol, kein Mystiksymbol. Die Karten könnten wir gar nicht verwenden. Wir haben jetzt eben auch schon gesehen, diese biestische Form können wir nicht verwenden, weil wir eben nur ein Natursymbol haben. Das heißt, hier konzentrieren wir uns auch bei der Teamzusammenstellung bereits schon auf eine bestimmte Strategie, wie wir denn auch mit den Karten umgehen wollen. Das Spiel ist fast glücksunabhängig. Es gibt nur in einer Situation diesen Würfel und das erkläre ich dir jetzt noch. Das ist nämlich der Fall, wenn man versucht, einen Raum zu öffnen oder auch zu erkunden, wenn diese Tür nicht geöffnet ist. Gehen wir davon aus, wir hätten jetzt eine verschlossene Tür und ich möchte diese öffnen. Das darf ich nur tun, wenn sich auf meinem Feld kein Monster oder Gegner befindet. Dann müsste ich mit diesem Würfel versuchen, das Level des Teils zu erreichen, wo ich jetzt gerade hin möchte. Ich würfle also, hätte eine 2, das wäre safe, ich dürfte das Ganze dann jetzt hier öffnen. Dafür gibt es dann auch diese Marker, um das zu markieren, der Durchgang ist jetzt geöffnet. Hätten wir eine 0 gewürfelt, wäre das leider fehlgeschlagen, wir könnten den Raum nicht betreten. Um aber diese Wahrscheinlichkeit sogar auch noch zu manipulieren, kann ich einen weiteren Bewegungspunkt ausgeben, um auf meinen Würfelwurf plus 1 zu geben. Das heißt, ich kann das auch safe machen, dass ich diese Tür auf jeden Fall öffne. Dann gibt es noch Dungeon Tiles, die diese Marker hier abbilden. Da wird ein zufälliger Marker gezogen und hier draufgelegt. Das können Fallen oder auch Truhen sein. Ich kann den Raum dann untersuchen, wenn sich auf meinem Teil und dem Zielteil keine Monster befinden, um zu schauen, was sich denn hier drunter befindet. Ist das dann eine Falle, darf ich versuchen, diese zu entschärfen. Das ist ähnlich wie das Öffnen von den Truhen. Ich muss eben halt den Zielwert erreichen des Teils. In diesem Fall hätten wir das nicht geschafft. Auch das hätten wir wieder mit Bewegung manipulieren können. Wenn ich das nicht schaffe, wird die Falle ausgelöst. Und es gibt dann eben halt separate Karten, die uns dann sagen, was denn dann bei so einer Falle passiert. Ansonsten wäre die Falle entschärft und das Ganze wäre dann sicher. Ist es eine Truhe, so kann ich dann einfach mich da drauf bewegen. Die Truhe öffnet automatisch oder ich bleibe angrenzend stehen, gebe einen Bewegungspunkt aus und kann diese dann öffnen. Alternativ befinden sich im Raum Monster, kann ich diese Truhe ebenfalls öffnen, die ist dann aber verschlossen. Auch hier muss ich dann wieder diese Probe machen. Und auch da gibt es dann wieder Karten, die uns sagen, was wir dann als Belohnung bekommen, wenn wir diese Truhe öffnen. Befindet sich hier ein Marker und ich laufe einfach in den Raum rein, weil sich hier zum Beispiel ein Monster befindet, ich keine Möglichkeit habe, das vorher zu untersuchen, wird das aufgedeckt und ist das eine Falle, wird diese automatisch getriggert. Das ist es jetzt ganz grob. Wie gesagt, ich gehe nicht auf alle Regeldetails ein, ich gehe auch nicht auf Koop und Solo ein. Ich würde sagen, wir springen jetzt zum Fazit. Ich liebe es. Ich liebe Dungeon Alliance. Es ist voll mein Spiel. Es hat wirklich alles, was ich mag. Angefangen von dem Party-Drafting, dass man sich diese Charaktere am Anfang aussucht. Man muss gucken, dass die Truppe gut zusammen funktioniert. Hier ist natürlich ein Vorteil, wenn man es schon mal gespielt hat und man weiß auch, welche Charaktere sich wie spielen, mit welcher Strategie, welche Karten sie haben. Da kann man sich das im Vorfeld alles angucken oder kann das eben halt auch einfach nur mal nach Klasse zusammenwürfeln. Aber so richtig Spaß macht es eben halt auch, wenn man die verschiedenen Charaktere schon kennt bei der Zusammenstellung der Truppe. Dann eben halt auch, dass das Spiel so berechenbar ist. Also es wird nicht gewürfelt, abgesehen jetzt mal vom Öffnen von Truhen oder von Öffnen von verschlossenen Türen. Auch das lässt sich eben halt beeinflussen, indem ich zusätzliche Bewegungspunkte ausgebe, wenn ich eben halt auf dieses Glücksmoment verzichten möchte. Aber ansonsten
ist es halt wirklich komplett durchkalkulierbar. Das ist natürlich abhängig davon, welche Karten mein Gegner eventuell als Verteidigung spielt. Aber auch hier weiß ich ja, welche Karten er potenziell hat. Die Frage ist dann, hat er sie auf der Hand? Wird er sie jetzt dafür einsetzen und so weiter? Schön ist auch, dass man diesen Multi-Use hat von Karten, wenn ich jetzt mal eine Karte nicht verwenden kann, weil ein Charakter schon gezogen hat oder die Situation gerade nicht da ist, kann ich das eben halt auch nutzen, um eben meine Stärke zu erhöhen, indem ich diese beiden Karten dann verdeckt spiele und mir dadurch plus eins Angriff gebe, ich eine Wunde heile, eine gleiche Karte nochmal vom gleichen Typ nochmal eine Karte spiele und so weiter. Das sind alles Mechanismen, die mir richtig, richtig gut gefallen. Und dann finde ich es halt auch gut, dass man zuerst in diesen Dungeon reingeht und exploriert, die Monster bekämpft und man immer so diese Gefahr hat, wenn man denn den PvP-Modus spielt. Ja, wann greift mein Gegner jetzt an? Ist jetzt schon der Zeitpunkt gekommen, um gegebenenfalls selbst zuzuschlagen? Warte ich lieber noch? Und dieser Spannungsbogen ist da, der Aufbau ist da und dann kommt es dann letztendlich halt auch zum Kampf und zu Klimax. Und das ist wirklich toll und es ist wirklich spannend bis zum letzten Moment. Die Charaktere haben sehr interessante Profile, die von ihren Fähigkeiten her, was ich auch schön finde, dass die Monster gesteuert werden von den Gegenspielern, dass es hier eben halt keine Monster-KI gibt und deswegen die Monster halt immer zu ihrem bestmöglichen Vorteil agieren. Es sei denn natürlich, was selten der Fall ist, ich aktiviere ein Monster in der Nähe meiner Helden, da gucke ich natürlich, dass ich möglichst ineffizient spiele. Aber das ist etwas, was mir ebenfalls sehr gut gefällt. Auch hier haben die Monster sehr interessante Profile, unterscheiden sich stark. Was ich auch mag, dass man eben mit der Auswahl des Dungeon-Teils selbst entscheide, was ich denn dann letztendlich auch bekämpfen möchte, um welchem Risiko ich mich stelle. Bekämpfe ich eventuell auch ein stärkeres Monster, was dann mir auch mehr Siegpunkte gibt. Es kann aber auch sein, dass ich mich für ein anderes Dungeon-Teil entscheide, wegen des Aufbaus des Dungeons, wegen der verschiedenen Türen. Das finde ich eben halt auch noch sehr gut gemacht. Das Thema von Dungeon Alliance ist natürlich sehr generisch. Ist generische Fantasy, die ja eigentlich immer so abwertend gesagt wird. Ich nenne es jetzt einfach mal neutraler High Fantasy, man hat einfach die typischen Klassen. Man hat den menschlichen Paladin, man hat den Gnomen, Schurken und so weiter, die elfische Waldläuferin. Aber ganz ehrlich, das ist etwas, das stört mich überhaupt nicht. Und ich komme eben halt auch so aus den alten D&D-Zeiten und den Computer-Rollenspielen aus den 80er, 90er Jahren. Und ich mag's. Ich mag es, wenn ich da meinen menschlichen Paladin spielen kann und dann bin ich glücklich. Ich weiß, was ich bekomme und gut ist. Ich habe damit überhaupt gar kein Problem. Wenn du es nicht magst, es ist halt wirklich pure High Fantasy. Ja, dann, was man sagen muss zum Spiel, es hat eine sehr hohe Spieldauer. Also, wenn man zu zweit spielt, muss man schon mit 1,5, 2 Stunden rechnen. Mich stört das nicht, weil man eben halt diesen Spannungsbogen hat. Aber man muss hier einfach Zeit einkalkulieren. Und man muss vor allen Dingen auch wissen, für was möchte man das Spiel denn nutzen? Möchte man es kompetitiv spielen? Möchte man es kooperativ spielen? Möchte man das Solo spielen? Möchte man das als Kampagne spielen? Jetzt muss man dazu sagen, ich habe es bis jetzt rein als kompetitives Spiel gespielt, primär zu zweit, aber auch einmal in Gruppe. Ich kann also jetzt nicht sagen zum Solo-Modus und ich kann nicht sagen zum Kampagnen-Modus. Das ist auch etwas, dafür habe ich Dungeon Alliance nicht in meiner Sammlung. Da habe ich genügend Spiele, vielleicht werde ich das irgendwann ausprobieren. Aber für mich ist Dungeon Alliance primär ein kompetitives ins Gesicht. Und das macht es wirklich hervorragend. Als Zweispielerspiel. Problematisch ist es, wenn man es mit mehr Spielern spielt. Einmal, wenn man zum Beispiel zu dritt spielt, ja, und zwei behaken sich, dann kann natürlich der andere Spieler in Ruhe durch den Dungeon gehen und seine Siegpunkte farmen, während die anderen beiden Spieler sich da die ganze Zeit niederkloppen und Minuspunkte kassieren und sich davon abhalten, eben halt weiter den Dungeon zu explorieren. Das ist Problem 1. Problem 2 ist dann halt auch die immense Spieldauer, weil dann dauert es auch länger als 2 Stunden und dann zieht es sich auch,
Vor allen Dingen wird die Downtime dann auch brutal. Bei zwei Spielern stört das überhaupt nicht, weil man dann eigentlich auch immer noch zu tun hat, weil man, wenn man angegriffen wird, gegebenenfalls Reaction Cards spielen kann und so weiter. Man ist immer im Spiel involviert. Zu dritt merkt man das. Ja, und zu viert ist die Spieldauer jenseits von Gut und Böse. Das würde ich auf jeden Fall nicht empfehlen. Deswegen meine Empfehlung, zwei Spieler, kompetitives Spiel, auf jeden Fall mit PvP-Mode. Ja, also Spieler gegen Spieler. Wir haben das auch schon mal mit dem Modus gespielt. Das ist optional, dass man sich nicht gegenseitig bekämpfen kann. Ja, dann exploriert man nebeneinander halt so diesen Dungeon und kann sich dann im Prinzip eigentlich nur die Punkte wegklauen, indem man ein Monster früher erschlägt oder dem mehr Schaden zufügt. Und das fühlt sich dann eben halt auch sehr solitär an. Und man hat einfach auch nicht diesen Spannungsaufbau, von dem ich eben erzählt habe. Wann ist der Zeitpunkt gekommen? Wann behakt man sich jetzt? Wann haut man aufeinander ein? Von daher ist das für mich so der optimale Modus. Wie die anderen sich spielen, wird sich zeigen. Deswegen ist meine Bewertung jetzt hier primär für den kompetitiven Modus. Ich habe das Spiel bekommen von Sven von Brettballett. Das habe ich ihm abgekauft. Einen lieben Gruß an der Stelle. Kann ich mich nur herzlich bedanken, weil das ist für mich jetzt ein Schatz, der in meiner Sammlung einziehen wird. Und von meiner Seite aus 9 von 10 Punkten für Dungeon Alliance. Wie gesagt, ich liebe es. Dann hoffe ich, dir hat diese Rezension hier gefallen. Vielen Dank fürs Zuschalten und schreib doch gerne mal in die Kommentare, welche Dungeon Crawler du gerne spielst. Dann sage ich bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Stay geeky. Ciao.